Jason Bourne ist zurück. Nach 10 Jahren Flucht taucht der Ex-Agent ohne Gedächtnis wieder auf und sorgt sofort für Chaos beim CIA. Cyberspezialistin Heather Lee versucht Bourne erneut zu rekrutieren, doch ihr Boss will ihn lieber tot sehen und setzt einen Killer auf ihn an. Montag, 28. Januar, im ZDF. Im TV-Krimi Kühn hat zu tun, hat Kommissar Kühn in der Tat viel zu tun. Ein Nachbarskind wurde entführt, direkt hinterm Gartenzaun eine Leiche gefunden und dazu nörgelt die Familie. Kein Wunder, dass Kühn Stresssymptome zeigt und am Rande des Nervenzusammenbruchs balanciert. Mittwoch, 30. Januar, im Ersten. Nachdem die Krankenschwester Kath in der britischen Miniserie Verrate mich nicht die unhaltbaren Pflegezustände in ihrem Krankenhaus anprangert, wird sie gefeuert. Als ihre Freundin Ellie nach Neuseeland auswandert, nimmt sie kurzerhand die Identität der Ärztin an und arbeitet weiter. Donnerstag, 31. Januar, bei Arte. Im Tatort Das verschwundene Kind wird Kommissarin Lindholm nach Göttingen strafversetzt und bekommt mit Anis Schmitz eine neue Partnerin an die Seite gestellt. Ein ungleiches Team, doch für Grabenkämpfe bleibt keine Zeit. Eine Frau hat in einer Umkleidekabine entbunden und ist mit dem Kind verschwunden. Steckt ein Verbrechen dahinter? Sonntag, 3. Februar, im Ersten. Der Krieg der Köche eskaliert. In der 4. Staffel Kitchen Impossible muss es Tim Mälzer mit 4 höchst motivierten Profiköchen aufnehmen, die ihn auf eine harte Probe stellen. Im ersten Duell trifft er auf Ali Güngermüs, der sich in seiner Zeit in Hamburg einen Michelin-Stern erkocht hat. Sonntag, 3. Februar, bei Vox. Weitere Tipps, News, Facts und Interviews findet ihr bei goldenekamera.de.